Okay. Thank you very much for the opportunity and welcome. So, the. Okay. Yeah. Vielen Dank für die Gelegenheit und willkommen. Yeah. Okay. Okay. The question is why this lecture? Yeah. Ja, die Frage ist natürlich, warum dieser Vortrag heute? Yeah, yeah. And what we like to show to you today is that there is a very strong spiritual influence coming from art and design. Was wir heute zeigen wollen, ist, dass ein ziemlich, also sehr starker Einfluss aus Kunst und spiritueller Einfluss aus Kunst und Design hervorgeht. Yeah. Yeah. But that also that you can train yourself aber to dass learn. Man sich selbst yeah. auch trainieren yeah. kann. Yeah. Mm. To learn the, let's say, more of the background. Etwas mehr über den Hintergrund zu yeah. verstehen. Yeah. And today I will use quite a lot later on of Piet Mondrian. Heute werde ich ziemlich viel später auch von Piet Mondrian benutzen. Yeah. Hi. And the reason is that he was all his life in Theosophists. Der Grund dafür ist, dass er sein ganzes Leben über Theosoph war. Yeah. And that he also was publishing quite a lot of information about that. Und dass er auch eine ganze Menge an Informationen darüber publiziert hat. Yeah. Okay. So, what is art doing with us? Was macht also Art Kunst yeah. mit uns? Yeah. So, if you see a nice piece of art, you can. Wenn man also yeah. ein schönes Kunstwerk sieht. Mm-hmm. Then you can ask yourself, what do I see? Dann kann man sich selbst fragen, was sehe ich? Ja. Yeah. But also, what is the feeling I get with it? Yeah? Aber auch, was ist das Gefühl, das ich yeah. daraus nehme? And to give you just an example. Und um Ihnen nur ein Beispiel zu geben. Yeah, this is a variety of different type of art. Haben wir hier eine Variation yeah. verschiedener Arten yeah. von Kunst. From the very famous Rembrandt. Von dem berühmten Rembrandt. Yeah. Till the very old, more than 32,000 years cave art. Bis yeah. zu den sehr alten, aber modernen Höhlenkünsten. Yeah. Yeah. And everything in between it, of course. Und yeah. alles dazwischen natürlich. Yeah. Yeah, yeah. So, and the thing we start from is, can we art be just from an objective point of view? Also der Ausgangspunkt ist, unser Ausgangspunkt ist, können wir Kunst von einem objektiven Standpunkt aus betrachten, yeah. beurteilen. So from theosophical point of view. Also aus theosophischer Sicht. Yeah. Then we should realize that we have not only to deal with the material world. Dann stellen wir fest, dass wir nicht nur mit der materiellen Welt zu tun haben. But also mit the mental one. Aber auch mit der Welt des Denkens. Ja. Yeah. And also the spiritual one. Und auch der spirituellen Welt. Ja. Yeah. And with all layers in between. Und allen Schichten dazwischen. Yeah. Like we have around the earth a number of invisible spheres around it. So wie wir um die Erde yeah. eine Reihe unsichtbarer yeah. Sphären haben. Yeah. So we have from the highest point of view the cosmic. Haben wir also vom höchsten yeah. Gesichtspunkt aus yeah. das kosmische. Yeah, the kosmische image. Das kosmische Bild. Yeah, and that is a little bit like Jung is speaking about the archetypes. Und das ist yeah. Ungefähr so, wie Jung über die Archetypen gesprochen yeah. hat. And that is then the real, let's say, the most basic, original thing you can have. Und das ist so die grundlegendste Sache, die man also yeah. haben kann, yeah. der Ausgangspunkt yeah. im Grunde. And if we start to think about art, we start first to build up a mental impression. Und wenn wir über Kunst sprechen, dann beginnen wir zunächst ein yeah. Mentales Bild yeah. zu formen. So that means that we do some type of transformation to our own direction. Und das heißt, dass wir schon in unsere eigene Richtung hin transformieren, oder? Yeah. And then if we start to do something, we can start to draw, to paint, and then we put something on material level. Yeah. Und dann fangen wir an zu malen, also zu zeichnen und bringen das auf eine materielle Ebene. Yeah. Yeah. And then we should realize that we have make an impression from the spiritual world
down to the material one. Und dann können wir feststellen, dass wir einen Eindruck von der spirituellen Welt hinunter in die materielle Welt gebracht haben. And that process is very important and can be trained. Und dieser Prozess ist sehr wichtig und kann geübt werden. Yeah. And if he really starts to think about theosophical approaches on these levels. Und wenn man wirklich über theosophische Herangehensweise auf diesen Ebenen spricht. Yeah. Then we can say there are 7 different, let's say, steps or layers. Dann können wir von 7 verschiedenen Schritten oder Schichten sprechen. Yeah. The inspiration, intuition. Die Inspiration, Intuition. The intellectual part intellect and so on. Und so weiter. Yeah. And if you look on the background, you will see the colors Piet Mondrian was using for this. Und wenn Sie da auf dem Bild schauen, dann sehen Sie auch die Farben, die Piet Mondrian benutzt hat. Yeah. So for the spiritual, the highest, the blue. Für das Spirituelle, das Höchste, also das Blau. For the intuition, the yellow. Für Intuition, das Gelbe. Yeah. And more down, the red, and then the black. Und weiter runter, dann Rot und bis zum Schwarz hinunter. Yeah. So let's see what happens if we see a very nice, ideal, let's say, image. Schauen wir uns also an, was passiert, wenn wir ein sehr schönes, sagen wir, ideales Bild sehen. Yeah. So then it is a very high abstraction. Das ist also eine sehr hohe Abstraktion. Yeah. And then we start to translate it to our world. Die wir dann übersetzen in unsere Welt. And then you can see the painter. Dann kann man also den Maler He paints, sehen, der malt. Yeah, and then the observer. Und den Beobachter. Yeah. And you will see that this is a process of many steps. So the ideal part, the painter put it in paint, so the material one. The observer look at it and he has to translate it back to a spiritual thing. Dann sieht man also die verschiedenen Stufen, wie aus dem die spirituelle Idee von dem Maler in materielle Form umgesetzt wird und der Betrachter den Schritt genau auch dann durch die Betrachtung wieder in die andere Richtung macht, also diesen spirituellen Gedanken wieder aufzufangen. So then you should realize that we are receiving but also transmitting. Das bedeutet also, dass wir Empfänger, aber auch Sender sind. Yeah. And the better we are trained, the closer we can come to the original idea. Und je mehr geübter wir sind, umso näher können wir der ursprünglichen Idee kommen. Yeah. So if you look at it a little bit more in detail, this is what you get then, Wenn man also ein bisschen detaillierter nach guckt, dann bekommt man dieses Bild. Yeah. So you can see that the original idea can be very spiritual. Man sieht also, dass die ursprüngliche Idee sehr spirituell sein kann. Yeah. Or it can be very material. Oder sehr materiell. Yeah. And then the painter starts to translate it. Und dann beginnt der Maler sie zu übersetzen. Yeah. And then the observer has to pick it up. So. Und der Beobachter muss sie aufgreifen. So if you understand me right, I like to say you have very high inspiring art and you can have very low material art. Yeah? Wenn man es also richtig versteht, dann kann man sehr hohe, inspirierende Kunst haben und auch sehr materielle Kunst. Yeah. And of course, you as a receiver should realize that you have to train yourself. Und als Beobachter sollte man sich klar werden, dass man auch üben muss. Yeah. Mm-hmm. So, and what you see, the inspiration cannot on the moment be called on. Uh-huh. Yeah? Was man feststellen kann, ist, dass die Inspiration im Moment noch nicht hervorgerufen werden kann. Yeah? And that is just the level of evolution we are now. Uh-huh. Das ist genau im Moment. Yeah? Das ist die augenblickliche Evolutionsebene, kann man sagen. Der augenblickliche Stand unserer Evolution. So later on, Später also. Yeah? We can train ourselves to be more sensitive, receptive for spiritual art. Können wir
uns trainieren, mehr, also empfänglicher für spirituelle Kunst zu werden. Yeah. Later on, if you see some drawings or paintings from Piet Mondrian, wenn Sie später einige Bilder von Piet Mondrian sehen, yeah, then you will see that it is not always easy. Dann werden Sie feststellen, dass das nicht immer leicht ist. Yeah. So, the dynamic of ourself means that we also create our own impressions, our own images. Yeah? Unsere eigene Dynamik zeigt also, dass wir auch unsere eigenen inneren Bilder schaffen. Yeah. A very nice example is Seurat. Ein sehr schönes Beispiel ist Seurat. Yeah. If you come close to his paintings, you only see dots. Wenn man sich sehr nah an seine Bilder stellt, sieht man nur Punkte. Yeah. And if you take more distance, und wenn man mehr zurücktritt, then you start to interpret all the spots as a total image. Dann fängt man an, all diese Punkte als ein Gesamtbild zu interpretieren. Yeah. I was once in a very small museum. Einmal war ich in einem sehr kleinen Museum. In Saint-Tropez. In Saint-Tropez. And that was having a number of his paintings. Das hatte eine Reihe von seinen Bildern. Yeah. And in that museum there was one window looking out on the city. Und es gab in dem Museum ein Fenster, was zur in die Stadt hinein zeigte. Yeah. And Seurat was in that room painting that window. Und Seurat war in dem Raum und zeichnete oder malte das Fenster. Yeah. And that painting was just hanging beside that window. Und dieses Bild hing genau neben dem Fenster. Yeah. And from a distance, it was not able. You are not able to see what is the window and what is the picture. Aha, und aus der Entfernung war es nicht möglich festzustellen, was das Fenster und was das Bild war. Yeah. Of course, if you were coming closer, you were seeing the dots. Wenn man natürlich näher herantrat, konnte man die Punkte sehen. Yeah. So that means that your interpretation, your mental attitude, your mental development is very important by what do you see. Das ist, bedeutet also, dass die eigene Interpretation, die mentale, der mentale Zustand sehr wichtig ist für das, was man sieht. This is for me a very nice example, this one. Das ist ein sehr schönes Bild für mich. Yeah. Ein schönes so, Beispiel. That is a horse. And it is just made with a few lines. Das ist ein Pferd, was nur mit einigen wenigen Linien gemalt wurde. And if you have the same impression that I do, und wenn Sie dieselbe, denselben Eindruck wie ich haben, then for me it is a complete horse. Dann ist es für mich ein vollständiges Pferd. I don't miss anything. Ich vermisse nichts. Yeah. So and it is just this is a Chinese Japanese art. So it is just a few lines, that's all. Also nur ein paar Linien, die dafür gebraucht werden. Ne? In the time of the Impressionists, there was a very famous Chinese painting. Zur Zeit der Impressionisten gab es einen sehr berühmten chinesischen Maler. Yeah. And he was always drawing cats. Und er hat immer Katzen gemalt. In this type of drawings. In dieser Art von Zeichnungen. Yeah. And once on a day, he gets an order from a rich guy and say, draw me in cat. Und eines Tages bekam er von einem reichen Menschen den Auftrag, ihm eine Katze zu malen. So, because the painter was not rich, so that guy has to pay in advance. Und weil der Maler nicht reich war, musste der Mann im Voraus zahlen. Yeah. And then he has to wait more than a year. Und dann musste er warten mehr als ein Jahr. And every time when he was seeing the painter, he was always asking, where is my cat? Yeah. Und jedes Mal, wenn er den Maler sah, hat er ihn gefragt, und wo ist meine Katze? Yeah. And then after a year or so, he said to that guy, okay, come with me to my workshop. Und so nach einem Jahr sagte er zu diesem Mann, gut, dann kommen Sie mit in meinen Workshop. Yeah. It was taking a blank frame. Blank painting. Er nahm also einen leeren Rahmen. Yeah. Mm-hmm. And he drew that cat just in 5-10 minutes. Und malte die Katze in 5-10 Minuten. Yeah. And he said, okay, here is your painting. Und sagte dann, okay, hier ist dein Bild. So then the guy starts to complain and say,
that I have to wait 1 year and pay you that amount of money. Und dann fing der Mann an, sich zu beschweren. Ich musste über ein Jahr warten und so viel Geld bezahlen für diese Zeichnung. Yeah. And then he say, I was working a whole year making this painting. Und dann sagt er, antwortete, ich habe ein ganzes Jahr gearbeitet, um dieses Bild zu malen. Yeah. So that means the mental preparation, how to do it and how to draw it, was a long process for him. Yeah? Bedeutet also, dass die mentale Vorbereitung, wie dieses Bild zu malen ist, und so lange Zeit brauchte. Ja. Yeah. So then we could ask ourselves, what type of criteria can we use? Jetzt können wir natürlich auch fragen, welche Kriterien können wir benutzen? Was sind unsere Beurteilungskriterien? Yeah. So what I try to say here is that beauty is not something absolute. Was ich hier versuche zu sagen ist, dass Schönheit nicht etwas Absolutes ist. Yeah. So it is more the composition, the ratio. Yeah. Es ist mehr die Zusammensetzung, die Komposition, die Ratio. Ja. Das Maß. Ja. Die Relation. Ja. Yeah. The measurements from, let's say, the length, the height, and the depth, and that type of thing. Yeah. Maßverhältnis. Yeah. So, but you can never say in an absolute measurement, this is beauty and that is not beauty. Yeah. Man kann aber nie in absoluten Maßstäben sagen, dies ist Schönheit und dies nicht. Yeah. If you look, for instance, in music. Wenn man zum Beispiel die Musik anschaut. Yeah. Then you have what we called harmony. Dann haben wir das, was Harmonie genannt wird. You have rhythm. Man hat Rhythmus. Symmetrie. And for instance, if you take Bach, wenn man zum Beispiel Fugas, Bach nimmt, die Fugen, it's very mathematic, but still very rhythmic, very much in symmetry. Und doch sehr rhythmisch und ziemlich symmetrisch. Yeah. And if you look for the combination, the color, the sound, the numbers, Wenn man die Kombination von Farbe, Klang und Zahl anschaut, then you come to the conclusion that the combination that a number is just expressing a type of rhythm or a title of something. Dann kommt man zu der Schlussfolgerung, dass die Zahl eigentlich nur eine gewisse Art von Klang oder Farbe darstellt. So it is also a combination of action, a combination of movement. Es ist also eine Kombination von Bewegung, von Handlung. Yeah. And even in a painting, you have that type of feeling that there is a motion in it, that there is a movement in it. Yeah. Auch in der Malerei hat man diese Art Empfinden, dass da eine Bewegung drin ist. And if you have music, of course, then it is very clear. In der Musik ist das natürlich ziemlich klar. Yeah. But if you have a statue. Wenn man aber eine Statue nimmt. Yeah. Then later on I will show you that the ratio, so the combination of the size, the width and so on, is something very important. Yeah. Dann werde ich später zeigen, dass die Verbindung von Größe und Ausdehnung sehr wichtig ist. Yeah. So that is what we say, what we called a number. Das ist also das, was wir eine Zahl nennen. Yeah. So if you want to have a deeper look in it and see what can we learn from it. Wenn wir also einen tieferen Blick da hineinwerfen wollen und schauen, was wir davon lernen können. Yeah. We make use of the very old Roman architect Vitruvius Pollio. Dann benutzen wir dafür den alten römischen Architekten Vitruvius Pollio. Yeah. And then Vitruvius Pollio, according to Blavatsky. Vitruvius Pollio war in nach Madame Blavatsky. Yeah. One of the old architects what still knows the esoteric rules. Einer der alten Architekten, der noch die alten esoterischen Regeln kannte. Yeah. And then if you read Vitruvius Pollio. Wenn man dann also Vitruvius Pollio liest. Yeah. Still his 10 books are available nowadays. Seine 10 Bücher sind auch heute noch erhältlich. Yeah. He speaks about
Astronomie und Astrologie. Er spricht über, dann spricht er über Astrologie und Astronomie. Ja. And that means cosmic ratios, cosmic motion. Und das bedeutet eben kosmische Relationen, kosmische Bewegungen. Ja. Ja. Mm-hmm. And the spheres. Die Harmonie in den Sphären, And what you have to realize in his time, Astronomie and Astrologie was just one in that time. Und man sollte daran denken, dass zu seiner Zeit Astrologie und Astronomie eins waren. Yeah. They had the idea, and what we say still today from theosophical point of view, that everything is alive. Sie hatten die Vorstellung, so wie wir es heute in der Theosophie auch noch sagen, dass alles lebendig ist. Yeah. So that is all a very dynamic interaction. Dass alles in einer sehr dynamischen Interaktion sich befindet. And if you look special in the Netherlands, then you will see that in the time of 1900 something, in the theosophical field, there started certain lodges, the Vahana Lodge. Mm-hmm. Yep. Wenn man also in der Geschichte, insbesondere auch der niederländischen Bewegung, sich umschaut, dann findet man eine bestimmte Loge, die heißt die Vahana Loge genannt wurde. And in that time we had something like 40, 50 different type of artists, architects, writers, Und zu der Zeit hatten sculptures, wir also eine ganze Reihe von Architekten, Malern, Musikern auch, die in der Loge arbeiteten, And they are all coming together, they study Theosophy. Ja, die kamen alle zusammen, studierten Theosophie. Ja, and from that they start to do that job, like architecture for instance, but also painting. Piet Mondrian was a member of them. Piet Mondrian war also auch ein Mitglied davon. Also von dieser Loge aus gingen all die Aktivitäten dann die Malerei und Architektur. Ja, and then you see in the Netherlands, but also in German, that the style group, Dann kann man also feststellen, dass in den Niederlanden, aber auch in Deutschland, die sogenannte Style-Gruppe. In the Netherlands we had the style group with publications. In German we had Bauhaus. In den Niederlanden gab es diese style group mit Veröffentlichungen. In Deutschland gab es das Bauhaus. Das war zusammenhängend. And there was a very strong connection between the style group and Bauhaus. Es gab also eine sehr enge Verbindung zwischen der Style-Gruppe und dem Bauhaus. One very important person in the style group was Theo van Doesburg. Ein sehr wichtiger Mann in dieser Style-Gruppe war Theo van Doesburg. And he was working in Bauhaus for a full year to educate and so on. Yeah? Ein ganzes Jahr gearbeitet, zu lehren. Yeah? Mm-hmm. And later on, from the ideas of the style group and Bauhaus, is coming Dieter Rams. Aha, und später aus den Ideen der Style-Gruppe und dem Bauhaus kam dann Dieter Rams. Dieter Rams was a very famous designer for Braun. Braun kitchen equipment. Braun. But also also radios Dieter Rams war also ein sehr bekannter Designer von allen möglichen Gebrauchsartikeln. And he was taking the ideas from Bauhaus and translate them for himself in 10 rules. Er hat die Ideen des Bauhaus genommen und sie für sich selbst in 10 Regeln umgewandelt. And that 10 rules nowadays are still used by Apple for designing iPhones and computers and so on. Und diese 10 Regeln werden heutzutage immer noch von beispielsweise Apple gebraucht, um Computer zu designen und iPhones und solche Dinge. But old software. Also software. Aber auch Software. Yeah. So let's have a look a little bit more in the background of this world. Schauen wir also ein bisschen in den Hintergrund dieser Welt. So keep in mind that if Vitruvius Pollio say the cosmic motion. Wir müssen im Gedächtnis behalten, wenn Vitruvius Pollio sagt, das kosmische von kosmischer Bewegung spricht. Yeah. Then one of a very popular one is the Golden Ratio. Dann ist ein sehr bekannter Teil davon der goldene Schnitt. Ja. Yeah. And the golden schnitt is built with squares.
with Fibonacci numbers. Ja, der goldene Schnitt entsteht oder wird gebildet aus Quadraten mit Fibonacci-Zahlen. Ja? Yeah? And if you look in the Fibonacci numbers, yeah? Wenn man also in die Fibonacci-Zahlen anschaut, you will see that the distance between the ratio between the numbers becomes closer and closer to the golden section. Aha, dann sieht man, dass das Verhältnis der Zahlen zueinander mehr und mehr sich dem goldenen Schnitt nähert. Yeah. So that ratio is 1.618. Yep. Ja, dieses Verhältnis ist 1,658. Ja, 1.618. Ja, 1,8. Ja. 1,618. Ja. So here you can see a little bit of an explanation of it. Ja. Da sieht man also ein klein bisschen Erklärung. Ja. This is what we called the golden spiral, but also logarithmic spiral. Ja. Aha. Das nennen wir also die goldene Spirale oder die logarithmic? Logarithmic. 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 That is a way of making calculations. Logarithmic. Ah, ja, ja. So, and here you see a number of very modern examples where they have still used that ratio. Ah, hier sieht man so ein paar sehr moderne Beispiele, wo dieses Verhältnis immer noch benutzt wird. Yeah. Ja. But also you see it in the universe. Wir können es aber auch im Universum sehen. Ja. Yeah. And also more in the small things like crystals, etc., etc. Und noch mehr in den kleinen Dingen, wie yeah. Kristallen und so weiter. Ja. Yeah. So this is the ground basic principles from Vitruvius Pollio. Das sind also die drei Grundprinzipien von Vitruvius Pollio. Ja. Yeah. And then the first one is firmness. Die erste ist also Festigkeit. Ja. Yeah. But don't translate that in strong. Das sollte man aber nicht in Stärke übersetzen. Yeah. So firmness means for me in a drawing, that means a strong drawing. Think about the horse. That is a strong drawing. You don't need the details. Okay. Also firmitas bedeutet für ihn an dem Beispiel des Pferdes, dass das schon eine starke Darstellung ist, aber ja. Ja. Yeah. There's not material strength. Aber es ist nicht materielle yeah. Stärke, yeah. Ja, sondern Stärke des Ausdrucks. Ja. Yeah. Yeah. So sometimes you take a picture and you take many pictures and there is one picture, if you look at it, you say that is the picture. Mm-hmm. Yeah? Manchmal fotografiert man beispielsweise yeah. eine ganze Reihe. Mm-hmm. Ja? Und wenn man die dann anschaut, und findet man eins, wo man sagt, das ist es. Das ist yeah. genau das, was ich haben yeah. wollte. Yeah. Ja? And then, of course, easy of use, if you think about instrument, buildings, and so on. Ja, natürlich auch yeah. in Bezug auf yeah. Instrumenten, Gebäude yeah. und yeah. so weiter. And then you see a rule, what we called in theosophy, as above, as below. Und dann sieht man da ein Gesetz, was wir in der Theosophie so wie oben, so unten nennen. Ja. Yeah. How do you pronounce it? This ordinatio? Ordinatio. Ja. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. And then, of course, symmetry is an important one. Symmetrie also noch, ja. Yeah. And the latest one, yeah. arrhythmia. Is a very special one. Das letzte, also Eurythmia, ist ein ganz besonderes. So that means that if you look on a piece of art, you experience a type of action in it. Ja. Yeah? Wenn man ein Kunstwerk anschaut, erfährt man eine Art von Aktion oder ja, Bewegung, yeah? Handlung ist mm-hmm. eigentlich alles da. Think about the anthroposophic people with their way of dancing called. Wenn man yeah? also an die Anthroposophen yeah? denkt, die yeah? ihre ganz besondere Art zu tanzen haben, yeah? die sie auch Eurythmie nennen. Yeah? So the same type of flow they create by dancing. Dieselbe Art von Fluss oder Fließen, die sie durch diese Art von Tanz yeah. Kreieren. Should be in a building. Sollte also auch in einem drawing, Gebäude, in einer Zeichnung wieder statue? Gefunden werden, auch in yeah? einer Statue. Yeah. Mm-hmm. And one very popular product from the ideas of Vitruvius Pollio. Ein sehr bekanntes Beispiel der Ideen von Vitruvius Pollio is what we call the Da Vinci
man. Ist also der Mensch, der Mann, von dem wir den Da Vinci-Mann nennen. Yeah. Yeah? But in principle, Da Vinci was taking the original ideas from Vitruvius Pollio. Da Vinci hat die Originalideen von Vitruvius Pollio genommen. Yeah. And what he tries to say is that if a human being, was er versuchte zu sagen ist, wenn ein menschliches Wesen, yeah, fulfilled all the previous requirements, alle vorherigen Anforderungen erfüllte, yeah, like this, yeah, wie diese, die wir, yeah, eben genannt hatten, yeah, then he should fit or in a square, dann sollte er entweder in ein Quadrat or in a circle. Oder in einen Kreis, yeah, hineinpassen. And everything should be in ratio. Und alles sollte im Verhältnis, yeah, zueinander stehen. I will later on show you from, yeah, some ideas from Le Corbusier. Yeah. Yeah. So, yeah, and this is the 10 rules of Dieter Rams. Das sind nun die 10 Regeln von Dieter Rams. Yeah. And if you start to think about this type of 10 rules, you can find them easily on the internet. There's no problem at all. Yeah. Yeah. Then you can see that if you make a product, yeah, it should really bring something. Wenn man also diese, yeah, 10 Regeln anwendet, dann sollte man, yeah, ein Produkt erhalten, yeah, was wirklich etwas darstellt. Not only be useful. Nicht nur nützlich sein. It should be innovative. Es sollte, yeah, auch innovativ sein. It should be aesthetic. Ästhetisch natürlich. Yeah. Understandable. Verständlich. What do you do with an app on your smartphone and you don't know how to handle it and you have to read manual after manual? Was muss, yeah, man also mit einer App auf seinem, yeah, Handy tun, ohne dass man alle möglichen Anleitungen erstmal vorher lesen muss, durcharbeiten, yeah, muss? Yeah. Mm. It should be honest. Es sollte ehrlich sein. Yeah. And reserved. Yeah. Mm-hmm. So that means that it is not dominant. Yeah. It is not taking over all your attention, yeah, and starts to run your life. Unaufdringlich, also nicht sich in den Vordergrund schieben und die Aufmerksamkeit so anziehen, dass es praktisch das ganze Leben bestimmt. Yeah. Mm-hmm. Long lasting. Duurzaam. Anhalten, yeah, dauerhaft. Yeah. Yeah. Every detail should be taken in account. Jede, yeah, Einzelheit sollte, yeah, in Betracht gezogen werden. Environmental friendly. Umweltfreundlich. Yeah. And the design should be as little as possible. Und das Design sollte so less is more. Ja, nach dem Motto weniger ist mehr. Ja. Geschaffen worden. Ja. So you see, these are 10 rules coming out the 1950s, 60s. Ja, diese 10 Regeln kommen also aus den 50er, 60er Jahren. And still are very important nowadays. Und immer noch sehr, yeah, wichtig heutzutage. Because they describes the original spiritual idea what the universe should be. Yeah? Sie beschreiben die originelle spirituelle Idee, wie das Universum arbeitet. Yeah? Yeah? And the ratios and so on. Die Maßstäbe, yeah? Die Maßverhältnisse, yeah, und so weiter. This is something expressed by Le Corbusier. Da ist was jetzt, das ist etwas von Le Corbusier ausgedrückt. Ja, yeah. And here, yeah, you can see he draw a human being with all the 1.618 ratio. Yeah? Er hat also hier einen Mensch gezeichnet mit all diesen 1,16 und so weiter, yeah, Maßstab. Yeah? So he tries to do the ratio from the universe bringing back to designs of houses, flats, big buildings and so on. Er versucht also, no, diese Maßverhältnisse des Universums auf den Menschen, auf Gebäude und so weiter anzuwenden. Yeah. So here you can see that he is really making an analysis of the human physical form. Man sieht also hier, dass er wirklich eine Analyse der menschlichen Form vornimmt. Hmm. Yeah. And from this he comes to the idea what is this called the modular, the modulus. Und hieraus entwickelt er die Idee des sogenannten Modulors. Yeah. And that was 1,92 meters. Und das war, der war 1,92 meters. Yeah. So a door height was 1,92 meters. Eine, yeah, Türhöhe war also 1,92 meters.
Yeah. Nowadays it is a little bit low. Yeah. Heutzutage for some people. Yeah. Yeah. Niedrig für manche yeah. Menschen. And that was not something new from the West, but if you go to Japanese designs. Das war also auch nichts Neues, was der Westen hervorgebracht yeah. hat, sondern wenn man die östlichen Designer anschaut, japanische zum Beispiel. Yeah. There is everything based on what is called the mat. Yeah. Dann ist da alles yeah. the floor, basiert alles the auf die, diese Bodenmatten. Yeah. And everything is a multiply of that size. Dann ist alles eine Multiplikation dieses yeah. Maßes. Yeah. And all the people like architect as Frank Lloyd Wright and so were taking over this type of ideas. Uh-huh. Everything in ratio, everything uh-huh. in underling connection. Genau, andere yeah? Architekten wie Frank yeah. Lloyd Wright haben dann diese Ideen aufgegriffen, alles in Verhältnisse zu setzen. Ja. Yeah? Uh-huh. So this is a flat what is designed by Le Corbusier. This is also ein ja, ein Haus, ne? Ja. Yeah. Von Corbusier. Ja, multiple layers yeah, and so. Ja. Yeah, yeah? And this is in Marseille. Ja, yeah, in Marseille. Ja. Yeah. Mm-hmm. So, let's look in harmony. Schauen wir uns also Harmonie an. Ja. Yeah? And that is a little bit more difficult. I was taking a haiku. Das ist also schon ein bisschen schwieriger. Yeah. Er hat ein Haiku genommen. That was not clever, because I have to translate it later on, first in German, later on in English. Das war nicht and so klug, denn das musste ich erstmal ins Englische und dann ins Deutsche und dann yeah. übersetzen, ja. Because the haiku is the Japanese style with a certain rhythm. So there is always the five, the seven, the five. Yeah. Der Haiku ist nämlich ein Vers in einem besonderen Rhythmus. Da yeah. ist immer 5, 7 und 5. Ja. Yeah. Mm-hmm. And that means, how do you call it? Signs, Japanese signs, not yep. our words. Yeah. Yeah. Und das bedeutet in den japanischen Zeichen, nicht in yeah. unseren Worten. Yeah. Yeah. Mm-hmm. But this is a very easy to understand form of harmony. Aber das ist ein ja, das ist eine ziemlich leicht verständliche Form von Harmonie. This is a design of Frank Lloyd Wright. Das ist eine Darstellung von Frank yeah. Lloyd Wright. And that is a design of a house in a desert. Er hat ein Haus in einer Wüste yeah. designed. And one of the remarkable things of the desert was, there was a very wide and long horizon. Mm-hmm. Und das Merkmal dieser Wüste war, yeah. dass es einen sehr weiten und langgestreckten Horizont gab. Yeah. So what was he doing? You can see it over here and here. He was designing the windows very wide and uh-huh. in ratio very low. Und deswegen yeah. hat er die Fenster sehr weit und im Verhältnis sehr niedrig angesetzt. Yeah. And then you can see that inside the building, looking to the outside, you still have the same impression from that very long horizon. Yeah. Ja, und dann, wenn man also in das Haus hineingeht und nach draußen schaut, dann hat man immer noch denselben Eindruck von dem sehr weiten, langgestreckten Horizont. Yeah. And here is another design. Hier ist ein anderes Beispiel. Here was a person who was having a piece of ground with a waterfall over it. Da hatte also jemand ein Grundstück mit einem Wasserfall. Ja. Yeah? Mm-hmm. And he was designing a house around. Er hat das Haus den Wasserfall herum yeah? gebaut. Because one of the things you will read in the book of Vitruvius Pollio. Was man also in dem Buch von Vitruvius Pollio lesen kann. Yeah? Is that you have to take in account the environmental conditions. Ist, dass man yeah. auch die Umweltverhältnisse yeah. mit einbeziehen muss. So you should study wind direction, position to the stars, position to the sunrise. Man soll also yeah. Windrichtung, die Position zu den Sternen, yeah. zum Sonnenaufgang und so weiter. And einbeziehen. The water flow, yeah. auch den Fluss des Wassers. Yeah. A very practical thing you will read with him is that a kitchen should never be on the south side of the house, but yeah. also always on the north side of the house. Ein etwas, was sehr bekannt ist, dass er sagte, also eine Küche soll nie zur Südseite des Hauses, sondern immer zur Nordseite yeah. Führen. Yeah. It's a very
understandable and very practical rule. Das ist eine ziemlich gut verständliche und sehr praktische Regel. But it makes a house very useful, of course. Und das macht aber ein Haus sehr nützlich. Ja. So this is my first part. If you have questions, feel free. Das war also jetzt der erste Teil, wenn ihr Fragen habt, sondern wenn Sie Fragen haben, bitte schön. Later on I will come back on Piet Mondrian and on Picasso a little bit and so on to explain a little bit more. Mondrian, yep. Und Picasso zurück, um das noch ein bisschen mehr zu erklären. Ja. Sollen wir auf Englisch oder Deutsch fragen? Das könnt ihr machen, Herr Vermeulen versteht sehr gut Deutsch. Wenn also langsam gesprochen wird, versteht er es recht gut. Und wenn er es nicht verstanden hat, kann ich es übersetzen oder selber sagen. Lieber auf Deutsch vielleicht, dann können auch die, die Frage verstehen, die nicht so gut Englisch können. Ja? Ich fand diese Wahana-Gruppe sehr interessant, also ja. Bauhaus. Ja. Gibt es sowas von den Theosophen auch heutzutage? So eine Gruppe? Ja, Johann Bestern? Ja, ja. Well, you know much better than I do that Bauhaus itself, as a working organization, it is for me only a museum on the moment here in Berlin and so. Ja, wir wissen, dass das Bauhaus im Moment nur ein Museum ist hier in Berlin. Later on in the Netherlands, there were a number of architects. They still use that rules. Es gab also später in Holland eine Reihe von Architekten, die diese Regeln immer noch benutzen. Ja. And if you look, for instance, in Picasso, he was making use of this information as well. Wenn man also Picasso anschaut, dann sieht man, dass er diese Dinge auch benutzt hat. Yeah. Mm-hmm. And what I say about Apple, iPhone, yeah, and the Macs, that is still active nowadays, yeah. Because that guy, what is the head of design over there, John Ive, he was always using the 10 rules of Dieter Rams. Yeah. Yeah. John also, Ive, yeah. Designer von Apple, der benutzt immer noch diese Regeln von Rams. Yeah? But coming back, do they still study theosophy? Aber wenn not man too zurückfragt, much. Yeah. Sie immer noch Theosophie? Yeah. I know a few people that work in design. Ja, ich kenne ein paar Leute, die im Design arbeiten. Mm-hmm. And they were also active on the university in the Netherlands. Und die waren auch an, den an der Universität in den Niederlanden. But nowadays you cannot come up with the, okay, we start to build this bridge and so on, and we take this type of theosophical rules. Ja. Sorry. Ja, ja. Aber also heutzutage kann man damit mit den theosophischen Regeln nicht mehr. Ja. Ja. Later on I will explain a little bit when I start to speak about space. Mm-hmm. Yeah. Später, wenn ich über Raum spreche. Yeah. That is for very technical people. Space is emptiness to them. Dann yeah. Ist für die sehr technischen Menschen der Raum leer. Yeah. Mm-hmm. And from theosophical principle, it is full. Genau. Von theosophischen Prinzipien aus gesehen ist er voll. Yeah. Yeah. But I will explain that later. Das werde ich später erklären. Yeah. Mm-hmm. But for to give you a very common question, if you see the Nachtwacht from Rembrandt. Uh-huh. Also eine sehr gebräuchliche Fragestellung, wenn man also die Nachtwache von Rembrandt anschaut. Yeah, you can ask yourself, what is the reason that Rembrandt was not painting the people in the same order as they were just standing in front of him? On the painting. Dann kann man sich die Frage stellen, warum er die Menschen auf dem Bild nicht in derselben Ordnung malte, wie sie vor ihm standen. Ja, yeah. No? Because the military people were just standing like military, first on the nice row, and the officer very dominant in front, and Rembrandt was completely draw something different. Yeah. Yeah. Denn normalerweise, wenn Militär dargestellt wird, ne, dann stehen die sehr schön in Reihe und Glied und der Offizier sehr dominant vorne, ne, der anleitet. Ja. Und ja. Das war aber nicht das, was Rembrandt gemalt hat. The consequence of Rembrandt was, they never paid him for the Nachtwacht. Ja, und die Konsequenz für Rembrandt war, dass they sie don't want to have it. Bezahlt haben für die Nachtwache. And later on I will try to explain
by writings of Piet Mondrian. Ja. Ja? Später werde ich noch erklären mit den Schriften von Piet Mondrian. That he really likes to draw the real ratio between the people. Dass er sehr gerne Verhältnis der Menschen zueinander gemalt hat. We all know that there is no need that the boss is really the boss. Wir wissen alle, dass es keinen Grund dafür gibt, dass der Boss wirklich der Boss sein. Sometimes you have some other people in a firm, they are really saying and they are really the people knows how to run the organization. Manchmal gibt es in Firmen ganz andere Leute, die wissen, wie der Betrieb zu laufen hat und der, die eigentlich im Hintergrund das sagen haben. Rembrandt was doing this. Und das hat Rembrandt gemacht. And that means that a lot of people were frustrated. Und daher waren eine ganze Menge Leute frustriert. Ja. Warum die Küche nicht nach Süden gehen soll, sondern nach Norden? Temperature. Die Temperatur. Yeah. Very simple, because nowadays we have all our cooling systems and so on. But what Vitruvius Pollio say, you should always take in account the nature and your relation with the nature on that particular location. Also der Vitruvius Pollio hat immer gesagt, man muss die Natur und das Verhältnis zur Natur auch in diese Relation mit einbeziehen. Der Kühlschrank heutzutage natürlich da etwas anderes macht. Aber wenn der Kühlschrank direkt ständig in der Sonne steht, na, dann brauchen wir ein bisschen mehr Strom. Muss er ein bisschen mehr arbeiten. So. If you look in certain cultures, they designing houses where the roof have a very huge overlay. Ja, andere Kulturen anguckt, da sieht man, dass Häuser gebaut werden, die eine ganz große Dachoberfläche haben. So there is always shading on the house itself. Da ist also immer Schatten auf dem Haus selbst. So that means that the house is cool. Heißt, dass das Haus kühl ist. Ja, and that there is always an opportunity that hot air is lighter, can move around the house and can easily get go away. So dass immer eine Möglichkeit gibt, dass die warme Luft aufsteigen kann und das Haus gekühlt werden kann. Ja. But what you have to realize, that all this type of ideas is nothing else than living in harmony with the nature and the world around you. Yeah. But not only from from material point of view. Ja. Man kann sich da, man sollte sich darüber klar werden, dass das eigentlich nur bedeutet, dass man in Harmonie mit der Umgebung, mit der Natur, die einen umgibt, lebt. Ja? Und zwar gemeint nicht nur in Bezug auf materielle Natur, sondern auch auf Inneres. Ja? Ja? Okay. Gut. Kleine Pause. A very famous architect from the Bauhaus tradition. Ein sehr berühmter Architekt der Bauhaus Tradition. Dat is Mies van Rode. Mies van der Rohe. Rode. 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 Ja. Rode. Oh, oké. Rohe. Rohe. I know. Rohe. Ja, yeah, with an H. You're right. Ja. 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 Oké. We work it out. There's no problem. De Koen. Oké. Okay. If we speak about harmony. Wenn wir also über Harmonie sprechen. Is this a very nice example? Dann ist das ein sehr schönes Beispiel. In China, in the old days. In den alten Zeiten in China. Was the basic tone. War der Grundton. Yeah, the Kun. Das Kun. And if there was coming a new empire. Und wenn ein neues Reich entstand. Yeah. Ja, oder ein neuer König. Yeah. Oder Erb.
Then he designed or defined a new Kung. Dann legte der einen neuen Kung oder yeah. Ton. Ist es dann der Ton? Ja, yeah, Ton. Ton. Ja, yeah, Kung. Yeah. Kung is the Chinese Ton. Name. Yeah. Mm-hmm. And then he was making bars exactly for that particular frequency. Und dann machte er also sowas hier. Genau. Tonbar. Ton. Ja, klankskalen. Klankschalen. Ja. Dinger. And then everywhere in all cities, everywhere in all cities, there was one of them. Überall in allen Städten gab es eins davon. Yeah. So and everyone who makes music from that moment on. Und jeder, der yeah, von dem Moment an Musik machte. Or make poetry or something like that, should be based on that tone. Yeah. Ja, schrieb oder solche, der musste sich auf diesen Ton stützen. Yeah. This one yeah, is also based on that idea. Dieser Gong ist auch auf dieser Idee yeah, aufgebaut. This is the what we called the F accent. Das ist das gestrichene F. Yeah. And we have tuned that one on 344 Hertz. Und wir haben den auf 344 Hertz eingestellt. And that is based on the Platonic year. Und das basiert auf dem platonischen Jahr. Yeah. What is 25,800 years? Das 24.800 Jahre, yeah, 25.800 Jahre umfasst. Yeah. And this one is the 48th Boventone. Und das ist der 48. Oberton. Ja. Yeah. Yeah. So, this should work out on the end of this presentation. Also am Ende unserer Veranstaltung könnt ihr den yeah, hören. Ja. And this is what Blavatsky just described in The Voice of the Silence, where is it? Das ist yeah, das, was Madame Blavatsky in der Stimme der Stille beschreibt. So. Now we come to a very important thing if we start thinking about architecture and so on. Jetzt kommen wir also zu einem sehr wichtigen Punkt, wenn man yeah, über Architektur und so weiter. Yeah. And also by making drawings and put everything in his right place. Auch wenn man Zeichnungen macht und alles an die richtige Stelle setzt. Yeah. Because from theosophical point of view, space is not empty. Weil, wie er vorhin ja schon gesagt hat, von theosophischem Gesichtspunkt aus, yeah, der Raum nicht leer ist. Yeah. Yeah. We can say we don't see something. Wir können sagen, dass wir etwas nicht sehen yeah, oder dass wir nichts sehen. But there is air. Aber da ist Luft. Yeah. It's a very simple thing. Als ganz yeah, einfaches Ding. But also all different type of frequencies, aber like magnetic frequency. Alle yeah, möglichen Arten von Frequenzen, yeah, die yeah, magnetische Frequenzen. Yeah. The electromagnetic. Elektromagnetische. Yeah. Yeah. And what is all in ratio with the speed of the Earth around und the sun. Das steht alles im Verhältnis zur Geschwindigkeit der Erde um die Sonne. Yeah. And the other planets. Und yeah, die anderen Planeten. Yeah. So from theosophical point of view, a space is really full with non-material, let's say, forces. Aus theosophischer Sicht ist der Raum also wirklich voller forces. Powers. Unsichtbarer Kräfte und yeah, und yeah, ja. So and now you get something from Lao Tse about this. Jetzt bekommen Sie etwas von Lao Tse darüber. Ja. Yeah. Ja. Yeah. So if you see the wheel and you see the spoke, the ja, yeah, wenn man also ein Rad yeah, betrachtet und die Speichen, ja, yeah, they all come together in the hub. Dann kommen die alle in der Narbe zusammen. Ja. Yeah. Yeah. And the real use of the hub is the emptiness, the hole in it. Und die wirkliche yeah, Bedeutung dieser Narbe ist die Leere, das Loch yeah, da drin. Ja. Yeah. What is the usefulness of a bucket? Was ist der Nutzen eines Korbes? Ja. Yeah. That is the emptiness, what is not there. Die yeah, Leere, das was yeah, nicht da drin yeah, ist. And what is the usefulness of a house? Und was ist yeah, der Nutzen eines Hauses? Yeah. That is also the emptiness of the rooms. Auch emptiness between brackets. Auch yeah, die Leere der Räume, und yeah, zwar die Leere in Anführungsstrichen. Yeah. Yeah.
And what we have to realize that if you start to design something, wenn wir also etwas designen wollen, yeah, that the measurement of the width, the height and the length of rooms, dann müssen wir die Maße, das heißt, yeah, die Länge, Breite und Höhe der Räume, yeah, is very important for give you a nice feeling. Ach so, die ist sehr wichtig, um ein gutes Gefühl zu erzeugen, yeah, ja, um sich, dass man sich in dem Raum wohlfühlen kann. Yeah. Klar, das kennen wir alle, ne? Wenn man, ja, so einen schmalen, ja, Schlauch hat von Flur oder einen Raum, das ist schwer, den auszustatten, da lässt sich schwierig drin wohnen, ne? Ja. Take the very simple thing. If you go to just a normal house and you enter that room, aha, you get immediately a feeling. Ja, nehmen Sie die einfache Sache, wenn man in ein Haus, wenn man ein Haus betritt, ja, ein normales Zimmer betritt, dann hat man sofort ein gewisses Empfinden für diesen, yeah, Raum. Some people, yeah, they put everything in that room. Manche Menschen stopfen da alles rein, yeah, in so einen Raum. Yeah, and then you, if you entered, you get immediately, oh, it's, yeah, too full. Ja, yeah, dann hat man, wenn man den Raum betritt, sofort den Eindruck, oh, das ist zu voll. Ja. Yeah. Für uns, and für die some other people, what lives according to less is more. Und andere Menschen, die entsprechend dem Gedanken weniger ist mehr leben. Yeah. Then you can say, it's almost empty. Da there is nothing in sagen, it. There is no sphere. Ja, fast, yeah, fast leer hier. Da, yeah, ist ja gar nichts drin. Das hat, yeah, ja gar keine Atmosphäre. Yeah. Yeah. Another important thing from Lao Tse, and that is something what Piet Mondrian will take up as well. Etwas anderes von Lao Tse, was also Mondrian auch, yeah, aufgreifen wird. Yeah. So if you are very much focused on the detail of the things. Wenn man also sehr fokussiert ist auf die Einzelheiten, auf die Details, yeah, der Dinge, yeah, then you make yourself blind, dann for wird man blind the sphere, the atmosphere. Für die ganze Atmosphäre, für, yeah, das Gesamte im Grunde. And he said that for the five tones and the five flavors. Und, yeah, er sagt das über die fünf Töne und die fünf Taste. Geschmack. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Richtung, ja. So, and that is a very important thing, that if you want to have a good impression or you want to have a feeling what is happening here. Wenn man also ein gutes Gefühl dafür haben will, was hier passiert, dann ist es sehr wichtig, mm-hmm, dabei. Yeah. To realize that if you are focused too much, that you make yourself blind for the real atmosphere and the real characteristics. Yeah? Dann ist es also wichtig dabei, wenn man etwas betrachtet, wenn man zu sehr auf eine Sache konzentriert ist, yep, dass man das Gesamte aus den Augen, yeah, verliert. Yeah? I will give you an example here. This is the way of drawing we do in the West. Also das ein Beispiel hier ist die Art und Weise, wie wir, yeah, im Westen zeichnen. Yeah? Yeah. So we draw what we called 2.5D with points where everything is going in, ja. Yeah. Wir, yeah, arbeiten also mit diesem Fahnest, Fluchtpunkt, ja. Yeah. 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 But if you look for instance, yeah, yeah, if you look for instance to this one. Wenn man aber das hier anschaut, yeah, still you can have the sensation of dimensions, of depth. Dann hat man trotzdem noch das Gefühl von Dimension, von Tiefe. Ja. Yeah. Yeah. And also you have the sensation of action of movement. Und man hat auch das Gefühl von Bewegung, von Handlung. Yeah. And this is not the way we normally draw in the West. Und das ist nicht die Art und Weise, wie wir normalerweise im Westen zeichnen. Yeah. So, for me, and that is my, let's say, sensitivity, if you want a sensation of space, you should go there. Uh-huh. Für mich ist das eins der Beispiele, also für ihn. Wenn man ein Gefühl für Raum haben will, dann sollte man in dieses Gebäude, yeah, gehen. This is the Pantheon in Rome. Das ist das Pantheon in Rom. Yeah. And here you have another sensation of it. Und da hat man einen anderen Eindruck davon. It is an old Roman temple. Das ist ein alter römischer Tempel. Yeah, around 100. Ungefähr aus, yeah, dem Jahre 100. And in that time it was really, it is nowadays it is a church.
Heutzutage ist es eine Kirche. Yeah, but in that time it was really empty of all that type of church things. Aber, yeah. Zu der Zeit, als es gebaut wurde, yeah. war es wirklich yeah. frei oder leer von all den Dingen, die jetzt in yeah. der Kirche benutzt yeah. werden. But still, if you come there, it is a tremendous sensation about space. Aber immer noch, wenn man da hinkommt, hat man ein außerordentliches Gefühl von Raum. Yeah. Yeah. So if you look here, then this is a sphere. Yeah. Wenn ich das anschaue, yeah. dann ist das also eine Kugel. Yeah. A perfect one. Eine perfekte yeah. Kugel. And the floor is just the opposite of the top. Yeah. Und der Boden ist nur gegenüber der mm-hmm. Kuppel, yeah. ne, der Spitze. And there is an emptiness in the, a hole in the middle. Ein Loch in der yeah. Mitte, eine Leere. And in the time of the year, the sun is moving around inside on the wall. Und so wie die Sonne sich bewegt während des Jahres, so wandert das Licht über die einzelnen yeah. Fächer der yeah. Wand. And according to the seasons in the year, und in that temple, der, Saisonen? Jahreszeiten. Jahreszeiten, ja. Yeah. 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 So there had different type of activities there. Da gab es also unterschiedliche auch Aktivitäten zu yeah. den ja, Sonnenwenden, Tag yeah. und Nacht gleichen und den wichtigen Punkten. Im Jahr. So what we should realize is that the spiritual power, our spiritual development, is the source for our creativity. Was wir also beachten sollten, ist, dass unsere Spiritualität die Quelle für Kreativität ist. Yeah. Mm-hmm. And if we step a little bit further in art. Und wenn wir ein bisschen weitergehen in der Kunst. Yeah. In the old time, art was always in relation with university, mm-hmm. religion, yeah. oneness. In früheren Zeiten war die Kunst immer verbunden mit Religion, Einheit, yeah. Universalität. Yeah. So the inspiration were coming from this. Yeah. Yeah. Inspirationen kamen also daher. Yeah. And the expression should always in the direction of university and religion. Yeah. Und der Ausdruck ging auch immer in Richtung Universalität, Religion und so weiter. Yeah. And then you should realize that if I say religion, I don't think about the churches and so on. Und yeah? dann müssen Sie bitte bedenken, wenn wir über Religion sprechen, dann meinen wir nicht Kirchen oder solche Religionssysteme. Yeah. Yeah, yeah, yeah. So, then you should really have a type of design. What is this stimulating harmony and university? Es sollte yeah? also ein Design sein, das Harmonie und Universalität stimuliert. Yeah. No? A very well-known one is this, the Nike. Ein sehr bekanntes ist also diese Nike. Yeah, you can yeah. find it in the Louvre in Paris. Yeah. Die ist im Louvre zu finden in Paris. Yeah, mm-hmm. and is an expression from the mystery school of Samothrace. Sie ist ein Beispiel für einen Ausdruck auch der Mysterienschule von Samothrace. Yeah. And the symbolism is there is a lady without a head. That means that a person is initiated. Aha, und der Symbolismus, der da drin steckt, das ist also eine Frau ohne Kopf, ja, yeah. die initiiert wurde. Yeah, or is. Oder yep. initiiert yeah. ist. Yeah. Yeah. And the personality is not taking any, let's say, position. Und yeah. die Persönlichkeit nimmt dabei keinerlei Position ein. Yeah. Also es ist nicht etwas, wo denn der Kopf einfach nicht mehr vorhanden ist. No, no, no. But you have to realize one thing. This is not found as a whole, but it was found in pieces. Uh-huh, and is really bring together and glued and so on. Mm-hmm. And I think this wing, you yeah. can do this, that yeah. is exactly like this one, that was missing, so they have reconstructed a mirror image yeah. of that wing, so yeah. to make it complete again. Also den anderen Flügel hat man eigentlich nicht gefunden, hat ein Doppel praktisch von der anderen Seite hergestellt und so dadurch die Figur ja. wieder komplett gemacht. Ja? Die war in Stücke gefunden worden und man hat sie wieder zusammengesetzt. Ja. Ja?
Kann das nicht sein, dass der Kopf auch verschwunden ist? Not according to, let's say, theosophical information. Uh-huh. Because you can explain that better in German. Initiation means that you start to live and train in your higher spiritual part. Yeah. And what we called the personality, the mask, yeah. is not yeah. important anymore. Yeah. Also yeah? Von theosophischer Sichtweise aus nicht, ne? Weil in der Initiation eben die Persönlichkeit keine Rolle mehr spielt. Yeah. Passt das jetzt so zusammen, ja? Na? This is another very well known from Botticelli. Sehr bekanntes Bild von Botticelli. Yeah. And that is the birth of Venus. Die Geburt der Venus. Yeah. And Venus is the symbol of the high way of thinking. Und Venus ist das Symbol der höheren Denkungsweise. Yeah. And if you realize that she is coming out of the sea. Wenn man also bedenkt, dass sie aus der See, aus dem Meer hervorgeht. Yeah. Then, if you're still able to remember my blue, yellow, red colors and so on. Wenn Sie sich also noch an die blau Abfolge von blau, gelb und rot aus dem spirituellen war das hinunter erinnern. Yeah. Then you see here a symbol of that the higher way of thinking is growing out of the lower parts. Aha, dann sehen Sie hier ein Symbol dafür, wie die höhere Art zu denken aus der niederen hervorwächst. Yeah. By training, by evolution, you get a type of birth of your higher part. Ja, durch Training und Evolution wird der höhere Teil geboren. Yeah. And this is a very famous one from Piet Mondrian. Das ist ein berühmtes Bild von Piet Mondrian. Yeah. And there are many different titles for it. Und es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Titeln, also But if you really do research in his writings, aber wenn man seine Schriften durchforscht, then you get the following explanation. Dann kriegt man die folgende Erklärung. This is a person just dying and getting away from the material world. Das ist ein Mensch, der gerade stirbt. What we called in theosophical terms. Kamaloka. Aus der Materie, aus der materiellen Welt ausscheidet. Das ist also der Zustand, den wir Kamaloka nennen in der Theosophie. This one is a person what is in Devachan. Dieser Mensch in der Mitte, das ist der, der in Devachan. Yeah. In the place of the gods. Yeah. In der Welt der Götter. Yeah. And this is a person just on the edge or to be reincarnated again. Und das ist ein Mensch, der gerade kurz vor der nächsten Inkarnation steht. So if you take for instance Plato. Wenn man also Plato nimmt. And Plato writes on different places about art. Plato schreibt an verschiedenen Stellen über Kunst. Yeah. And he is not very positive about art in different in the Republic. Politeia, for instance. Yeah. Und er ist nur nicht so sehr freundlich über die Kunst. But later on, he makes a very great distinctions between lower art and higher art. Aber später macht er dann eine ziemlich deutliche Unterscheidung zwischen niedriger, also niederer Kunst und höherer Kunst. Ja. Yeah. So the art what is coming from emotions. Die Kunst also, die aus Emotionen hervorkommt. He is not very much in favor of that. Die mag er nicht so sehr. Yeah. No. But the art what brings what he is called true. Aber die Kunst, die das, was er Wahrheit nennt, hervorbringt. Yeah. What try to express how the universe is working. Was versucht zu erklären, wie das Universum arbeitet. Ja. Yeah. That is for him much more important, of course. Das ist für ihn ganz besonders, also viel wichtiger. So if you look in this, you will find, of course, in the art world, many different styles. Wenn man also da genauer schaut, dann findet man in der Welt der Kunst viele verschiedene Stile. Ja. Ja. So that is, we know Rembrandt very well, we know Mondrian, we know Picasso. Wir kennen Rembrandt, Mondrian, Picasso sehr gut. Van Gogh. Van Gogh, natürlich. Yeah. So, and then if you look in this number of people. Wenn man also diese Zahl, diese Menschen anschaut. Yeah. That is all people what takes in account
the background information from theosophical point of view. Das sind alles Menschen, die den theosophischen Gedankengut im Hintergrund haben, yeah? Bei ihrer Kunst. Yeah? And in the Netherlands, if you look to the style group. Wenn man in den Niederlanden die Stylegruppe anschaut. Yeah, that is then this type of people what was very dominant in it. There were many more, but this was the, how do you say that, the front, the four front runners. Yeah. For instance, a very well-known one is Rietveld, with his very famous chair. Uh-huh. I will show him later. Mit seinem besonderen berühmten Stuhl war also ganz besonders bekannt dabei. Yeah. So now I show you a little bit of text of Piet Mondrian. There is one thing you have to realize. The writing of Piet Mondrian, even in Dutch, is always very complicated. Ja. Also jetzt kommen ein paar Zitate von paar Auszüge aus den Schriften von Mondrian. Und da sagt er, dass man dabei berücksichtigen muss, dass auch im Holländischen Mondrian sehr komplex und kompliziert schrieb. Ja, yeah. And it's very hard. Yeah. Very hard to translate. Sehr schwer zu übersetzen. Yeah. Yeah. So what he tries to say there, and I will show you later on in more detail, that you have to bring your art back to a number of fundamental principles. Ja, was er also versucht zu sagen, ist, dass man die Kunst wieder auf ein paar fundamentale Prinzipien zurückführen muss. Ja. Yeah. So that is the ratio. Das ist also das Verhältnis der Dinge zueinander. The free placement. Ja, die freie Platzierung. Later on we see by Picasso that he is putting a nose or an ear just on a different place. Ja. Yeah? Später sehen wir bei Picasso, dass er eine Nase oder ein Ohr einfach an irgendeine andere Stelle stellt. Yeah? Yeah? And that is what Mondrian is doing on a different way, but I will show you. Und das macht Mondrian auf andere Art und Weise. Yeah? Und das zeigen wir noch. So, if I bring it back. Wenn wir also zurückkehren. Ja. Yeah? Yeah? Oh, sorry. Oops. So. Yeah. Then he say, that is what we just say, the presentation, the ratio. Yeah. And then the prime colors. You say red, yellow and blue, genau. Yeah, and then the white, the black and the gray, and the two lines, yeah, the horizontal and the vertical. The vertical stands for the principle, the spiritual things, yeah. Steht für das spirituelle, spirituelle Prinzip. And horizontal means the material world. Das horizontale bedeutet die materielle Welt. Yeah. So he say everything should be bring back to a ratio between the vertical and the horizontal. Er sagt, dass alles zurückgeführt werden muss auf ein Verhältnis zwischen horizontal und vertikal. Yeah. Also zwischen spirituellem und Materie. So if you see his later paintings, you see everything is or the prime colors, or the black, the gray and the white. Or the lines are always square to each other. Wenn man also seine späteren Werke betrachtet, dann wird man immer wieder finden, dass er entweder die Primärfarben benutzt, oder schwarz-grau-weiß, oder auch eben diese beiden Linien, horizontal und vertikal. Ja? Die er im rechten Winkel offen hat. Yeah. And then he say, the abstract art is very difficult. Much more difficult than what we called real art, realistic art. Yeah. Also viel schwieriger als das, was wir diese realistische Kunst nennen würden. Because realistic, you draw it in the way as we see it. Denn realistisches zeichnen wir so oder malen wir so, wie wir es sehen. Yeah. Yeah. And the abstract one likes to show you what is the spiritual strength and ratio in that particular painting. Und die abstrakte Kunst versucht zu zeigen, was die spirituelle Kraft und auch das Verhältnis hinter diesen Dingen ist. So, and then he say, you should realize that this way of abstract art is also related to the society where it is made.
Und daher, sagt er, ist diese Art von Kunst auch in Verhältnis zu setzen zu der Gesellschaft, in der diese Kunst entsteht. Yeah. So for instance, in the West we will draw different type of abstract paintings than in the East. Yeah? Im Westen werden wir also andere Art von abstrakter Malerei oder abstrakter Kunst finden als im Osten. Yeah. Now I will show you a number of paintings from Piet Mondrian, where you can see that he is going more and more in this end statement or end direction. Yeah? Er zeigt jetzt eine Reihe von Bildern von Piet Mondrian, wo man erkennen kann, wie er mehr und mehr in diese abstrakte Darstellungsweise kommt. So this is a very famous painting, and if you see it in real, it is a very detailed pencil drawing. Das ist also ein very sehr, beautiful. Bekanntes Bild, und wenn man es in Natura sieht, dann sieht man, dass es ein sehr detaillierte Bleistiftzeichnung ist. And it is a full moon drawing. Es ist eine Vollmonddarstellung. And later on, he is making this painting from it. Später hat er dieses Gemälde davon gemacht. Yeah. And then you will see that it is more the outlines of that tree than all the detail of the branches. Da sind dann mehr die Umrisse der Bäume zu sehen als die einzelnen Details der Zweige und Blätter. So he preferred to make his paintings by full moon or by sunset or by sunrise. Er machte seine Bilder gerne bei Vollmond, bei aufgehender Sonne oder auch bei untergehender Sonne. Yeah. Why? Warum? Then by nature all the details dropped away. Dann entfielen schon auf natürliche Weise all die Details in der Natur. Yeah. And then you remain with the strong lines. Und dann bleiben die starken Linien übrig. And he say the strong lines is more the nature of that tree, of that, let's say, that environment, than all the details. Und er sagte, dass also diese starken Linien mehr die Natur der Bäume oder dessen, was dargestellt wird, darstellen als die ganzen Details. Yeah. Here is another example. Hier ist ein anderes Beispiel. Yeah. Yeah. Mm-hmm. And here I show you that in, let's say, in Christian things, we know that cross, of course, but still it stands for the spiritual line, what is manifesting himself in the material world. Im Christentum finden wir das Kreuz natürlich noch, und wir können sagen, dass das Spirituelle sich in der materiellen Welt manifestiert. Yeah. And this one is also a very well-known one. Das ist auch ein sehr bekanntes. That is the Ankh cross, that is the Egyptian one. And the top is the sign for reincarnation. So the spiritual part is going in a cycle into the material one. Und der obere Teil, eben dieses kreisförmige, ist das Zeichen für die Reinkarnation. Der spirituelle Teil kommt wieder und wieder in den materiellen Teil. Yeah. So this is then Piet Mondrian on top. Yeah. So you see the colors and the lines he is drawing all the time. Yeah. Sieht man also die Farben und die Linien, die er benutzt. This is also a very well-known one. Das ist auch ziemlich bekannt. Last year we had an exhibition in The Hague for half a year or so. Letztes Jahr gab es so ungefähr ein halbes Jahr lang eine Ausstellung in der. So all this type of designs you are seeing on big buildings and so on and so on. Da hat man all diese Art von Design auf die Gebäude projiziert oder gemalt auch teilweise. Yeah. Hm? The main question in this is, did they do it from the same principle of Piet Mondrian it was doing, or was it just a copy? Die Frage dabei war nur, ob sie das auf denselben Prinzipien beruhend taten wie Mondrian oder ob das nur eine einfache Kopie war. Ja, das wurde richtig zu Werbezwecken benutzt. Also wenn man nach Den Haag fuhr beispielsweise und man kam raus, dann war der Bauzaun auf Mondrian-Art bemalt. Ja? Also es war schon eindrucksvoll. So Piet Mondrian was his whole life standing on the idea only straight lines, also perpendicular on each other. Die Idee verbreitet oder dargestellt, dass
nur gerade Linien dargestellt werden. Yeah. Mm-hmm. And in the time that Theo von Doesburg, they will work always very much together. Mm-hmm. Und mit Theo von Doesburg hat sehr eng zusammengearbeitet. Yeah. When he starts to draw dynamical lines, yeah, they stop their friendship. Als also andere Art von Linien gemalt hat, also was praktisch over. Da war die Freundschaft vorbei. Yeah. For me, later on, this is also a Piet Mondrian. Das ist auch ein Mondrian. Yeah. So if you start to draw this, for me, that is also not a square line anymore. Also, 45 degrees. Ja. Yeah. Das ist auch keine quadratisches mehr. Also die 45 Grad. Yeah. So this is another one. Yeah. Oder das, ja. Das ist alles Mondrian, ne? And this is his famous Boogie Woogie. That was at the time he was living in New York. Uh-huh. He was very much in favor of the music, also the jazz music. Ein berühmtes Boogie Woogie Lied aus der Zeit, wo er in New York gelebt hat und sehr für den Jazz eingestellt war. Und, Because to him, jazz was also a type of abstract music. Für ihn war Jazz auch eine Art abstrakter Musik. And has also that free placement of parts you are playing. Hat auch diese freie Positionierung von Teilen, die man spielen konnte. Yeah. And this is a thing what he was never finishing. Und dieses Bild hat nie zu Ende gemalt. To have speeding up his process, he was using just tapes and glue and a little bit of paint here and there. Also, den Prozess des Darstellens zu beschleunigen, hat so eine Art von Klebeband und so weiter benutzt. Another person, what also is more or less try to express art in a more fundamental way, that is Hilma af Klint. Ja, also eine andere Person, die auch versuchte, Kunst auf grundsätzlichere Art und Weise darzustellen, ist eben Hilma af Klint. And she was making most of her drawings, how do you say that, in trance? Die meisten ihrer Gemälde sind in trance entstanden. Yeah. Yeah. And that is very difficult to judge. Because, das kann man sehr schwer beurteilen. Yeah. Because it depends on which level she was with her weil das natürlich, consciousness. Abhängig davon ist, auf welcher Ebene ihres Bewusstseins sie sich befand. Yeah. Yeah. This one. A few words about Picasso. Ein paar Worte noch über Picasso. The interesting thing of Picasso, if you look in his life, you can find all different type of das interessante mental and moral discussions about him. But still, he was studying theosophy. Das Interessante von Picasso ist, obwohl man ja in seinem Leben einige Dinge entdecken kann, Erfahrungen. Ja. Hat er trotzdem Theosophie studiert? Theosophie, Kabbalah, Tarot. Ja, Theosophie, so he was in Kabbalah, study Tarot. Quite a wide field. Ja, ziemlich breites Spektrum. And one of his most interesting paintings is this one. Also eins seiner interessantesten Gemälde, you didn't show it, ist das folgende. No, this one. Diese this. Demoiselle. Yeah. Yeah. And on the moment that he was making this drawing, one of his study friends from, let's say, his spiritual study group from Theosophy and Martinist and Kabbalah and so, was seeing this painting and start laughing immediately. Uh-huh. Als dieses Bild gemacht hat, hat das also einer seiner Freunde, der also auch mit ihm studiert hatte, angefangen zu lachen. Yeah. And a Dutch lady, Dutch-Belgian lady, was studying this picture. Eine holländisch-belgische Frau hat dieses Bild studiert. And was doing an art, how do you call that, promotion? Und eine Werbung. Yeah. Ja, hat so eine Werbung dafür gemacht. Yeah. Mm-hmm. And she was really digging in a lot of archives. Aha, und sie hat in einer ganzen Reihe von Archiven recherchiert. Yeah. And then she discovered that in fact he was drawing this. Und dann hat sie festgestellt, dass in Wirklichkeit das gemalt hatte. This is one of the 72 names
of the highest in the Kabbalah. Eine der 72 Namen des Höchsten in der Kabbalah. Yeah. And if you want to translate that, one of the 72 that is life is everlasting. Und wenn man das übersetzen will, dann ist das das Leben ist unendlich, yeah, also dauerhaft. Or death is overcoming. Overwinning the death. Ach so, death. Ja, yes. Yes, death. Sorry. Ja. Und der Tod kann überwunden werden. Ja. Yeah. And on the moment he was having made this painting, he was unable to sell it. Mm-hmm. Nobody wants to have it. Als er das Gemälde gemacht hat, konnte er es nicht verkaufen. Niemand wollte. And one of his study friends, he was also an art sailor. Yeah. Einer seiner Studienfreunde, der auch ein Kunsthändler war. Yeah. Was just buying it for otherwise maybe it will be lost. Yeah. Hat es gekauft, damit es nicht verloren geht. Yeah. Another thing what Picasso was doing also to get the real thing more to the front. Was Picasso auch gemacht hat, um das Wirkliche mehr in den Vordergrund zu bringen. Yeah. I can tell you that the Picasso Museum in Barcelona is really excellent. Das Picasso Museum in Barcelona ist wirklich ausgezeichnet. If you take a picture of a human face, wenn man das Bild eines menschlichen Gesichts nimmt, and you cut them vertical in half. Und wenn man es in der vertikal in die durchschneidet. Ja. Yeah. And you take two lefts and two rights. Und zwei rechte und zwei linke Seiten. Ja. Yeah. And one you take the mirror image of it and you glue them together. Und von dem einen ein Spiegelbild nimmt und es zusammenfügt. Yeah. You get a very intellectual picture. Dann bekommt man ein sehr intellektuelles Bild. And a dumb one. Und ein dummes? Ja. Aha, und ein dummes. Okay. Yeah. And in principle, what he likes to express there is was that... Was er damit ausdrücken will... Is that everybody is having his personality. Ist, dass jeder seine Persönlichkeit hat. And he has his higher part of thinking. Und sein höheres Denken hat. And during our life, that relation starts to change. Und während unseres Lebens ändert sich die Beziehung zwischen den beiden. So if we make a right on the statement the older the wiser. Wenn man also die Feststellung betrachtet, je älter umso weiser. Ja, yeah, then the right half should start to win. Yeah? Dann sollte die rechte Seite überwiegen. Yeah. So if you look to this child, you see already a difference in the left and in the right one. Ja, wenn man also das Kind anschaut, sieht man schon einen Unterschied zwischen dem rechten und der linken Gesichtshälfte. And here you can see that the ratio becomes more extreme. Und da sieht man, dass das Verhältnis sogar extremer wird. Yeah. And here even more. Und da noch mehr. And more. Und noch mehr. Yeah. And more. In principle, this is a series of I think 42 different paintings. Das ist eine Reihe von ungefähr 42 verschiedenen Bildern. Yeah. Mm-hmm. So if you make a step to architecture. Wenn wir jetzt einen Schritt zur Architektur machen. Yeah. Then you see some examples where the idea of Bauhaus. Bauhaus was very strong in that. Dann sieht man einige Beispiele für die Bauhaus-Idee. Yeah. Mm-hmm. This is a type of design. Das zum Beispiel als Bauhaus. Yeah. This is something what you all should know. Ja, das müssen wir alle kennen. Yeah. This is a building from Bauhaus. Ein Bauhausgebäude. Yeah, here as well. Das auch. Here as well. There is one thing you should realize that if you that was very clear on one of the exhibitions that they designed in that time things that were not able to build. Because the technique was not that far. Besonders wichtig ist dabei zu beachten, dass sie in der Zeit Dinge designten oder schufen, die man gar nicht bauen konnte, weil die Technik dafür noch nicht so weit herangereift. For instance, one of the principles in Bauhaus was, a house should have as much light to the inside as possible. Ja. Ein Prinzip im Bauhaus war beispielsweise, dass ein Haus so viel Licht im Innern haben sollte wie möglich. Yeah. And there you can see that here is coming also the glass fronts. Und dadurch kommen hier auch diese Glasfronten. Yeah. From really from top to top, from bottom to bottom, floor to floor. Nach oben, die
alle Stockwerke hindurch. Yeah. So, and they also like to have a floor what is really stretching out. Und sie wollten auch einen Boden haben, der also sich weit ausweitet. But in that time, the construction to make concrete in, how you call that, vorgespannen, stressed. So there is steel in it, what is stressed and so on, was not yet developed very well. Also zu der Zeit war eben diese Stahlkonstruktion, wo man den Stahl auswalzen musste, weiten musste, noch nicht weit genug fortgeschritten. No. Also and sie konnten das nicht. In Bauhaus, it was very important that if you start to take lessons over there, it was not only theory, but also very much practice. Mm-hmm. Also wenn man Unterricht im Bauhaus nahm, dann konnte man feststellen, dass es nicht nur Theorie, sondern sehr viel auch Praxis war. So you have to learn to work with the materials. Man musste also lernen, mit den Materialien umzugehen. Yeah. Or in say it in other words, you have to understand the material. In anderen Worten, man musste das Material verstehen. Yeah. And there is coming the idea that in Bauhaus, craft is very important. Und daher what is kommt that die Vorstellung, dass das Handwerk is very sehr important. Ist. So, just doing from theoretical point of view is also not. You should be able to make it. Yeah? Etwas zu machen ist nicht das Wahre, sondern man muss tatsächlich praktisch dazu auch in der Lage sein. And you should realize what they designed in that time was not very popular in that time. Und was sie in der Zeit designten, war zu der Zeit nicht sehr beliebt. So if you see the chairs with the steel tubing and so on, also that constructions, later on becomes very popular, not in that time. Ja, mit denen diese Stahllehnen, das war zu ihrer Zeit nicht so berühmt, so bekannt, ne? Oder beliebt. Aber heutzutage schon eher. Ne? So here you see a little bit of a house. This is the very famous chair from Le Corbusier. Also der berühmte Corbusier-Stuhl. Ja. Da sieht man auch diese Stahlkonstruktion so ein bisschen. Ne? This is designed as, how do you call that, a small house. If they start to build something big, they have a small house for the people to eat and to sit and to have their meetings. Das ist also so eine Hütte für die Bauleute, kann man sagen, ja. And this was in Rotterdam, and they started to build what is called the White Village. Und das war in Rotterdam, als sie begonnen haben, die sogenannte Weiße Stadt zu bauen. And that White Village was be popular for many, many years. Und die war berühmt für viele, viele Jahre hindurch. Not that the houses were very big. They were small, actually. Das waren also relativ kleine Häuser. But it was so nice to live there. Aber es war so schön, da zu leben, dass es sehr beliebt war. That's another design. Also etwas anderes, genau. Yeah. And now I show you just in the 1910, 20, 30s, a design. 1910 bis 1930 ungefähr, ein Design. That was in Point Loma, our previous headquarter. Unser erstes Hauptquartier. Yeah. And that was much more inspired by circles and spheres. Das you can see it here. Inspiriert war durch Kreise und Kugeln vor allem. Yeah. Zum Teil stehen die Gebäude noch. Partly. Einige davon kann man noch sehen. Ich habe sie dann auch dieses Jahr noch mal besucht. This is just a drawing of it, Aber das sind, And there is a very famous house in Rotterdam, what was also built according to that principles coming from Bauhaus and from Piet Mondrian. Ein sehr berühmtes Haus in Rotterdam, das auch nach dem Bauhaus-Prinzip errichtet worden ist. Yeah. So this is a few, one of the fronts. Yeah. This is another one. And here you see all these steel type of chairs and tables and so on and so on. So ein Beispiel für diese Stahlkonstruktionen, die man auch für die Innenausstattung dann. And it is done by a firm what is still active now and they called Gispe. Und die Firma, die gibt's heute noch und die arbeitet heute noch. Die heißt eben
Gisper. Ja. Okay. So, there's another one. Ja, das kennt man alles noch so, weiß ich, aus der Studienzeit oder so. Die Studentenheime bei uns, die hatten sowas auch. Ja. But realize, this was top. Yeah. This was top in that time. Ja, das war wirklich was Besonderes, genau. Ja. This chair is coming from Rietveld. Das ist dieser berühmte Stuhl von Rietveld, den er vorhin schon genannt hatte. And everybody seeing this chair asks himself, how nice this will be. Ja, jeder fragt sich, wie schön ist denn der? Ja, ist denn der bequem? Is it comfortable to sit in that chair? You know, Pete, Rietveld say, sitting is an, how do you call it? Werkwoord? Een werkwoord? An action. Sitzen ist also eine Aktivität, If you discompare with the C4 from Le Corbusier, you can see immediately if you are sitting in one chair or in the other one, the atmosphere you start to activate in yourself is completely different. Ja? Habt ihr verstanden? Also, wenn man das vergleicht mit dem Stuhl von Le Corbusier, mit dem großen, bequemen Sessel, dann ist die Haltung, die man einnimmt, also auch die innere Haltung vor allem, ob man in dem Stuhl sitzt oder in dem anderen, völlig anders. Ja? Es bringt was ganz anderes hervor. So this is a very, how do you call it? A very floating design. I don't know. Fließendes design, So. But the main thing is, what is the spiritual function of art and design? If we want to answer that question. Das Wichtigste dabei ist, was ist die spirituelle Funktion von Kunst und Design? Yeah. Wenn man diese Frage beantworten will. Yeah. So from our point of view, that the function of art and design is to stimulate in us the higher part of our thinking. Das ist von unserem Standpunkt aus die Aufgabe in uns, die höheren Denkaspekt oder die höheren Teil des Denkens zu stimulieren. Yeah. From the theosophical point of view, everybody has all opportunities and all characteristics in himself. Aus der theosophischer Sicht hat jeder Mensch alle Möglichkeiten, alle Charakteristika in sich selbst. Yeah. They are not all active. Sie sind nicht alle aktiv. Or in harmony with each other. In Harmonie miteinander. But art should be art with a capital letter, if we look to it, and then we will be uplifted aber in our thinking. Kunst mit, also wirkliche Kunst ist, wenn wir sie anschauen und dadurch erhoben werden. So I have tried to explain to you in all different type of traditions, but also mainly focused on the alle möglichen Traditionen zu erklären. Yeah, but mainly focus on the things what happens in Bauhaus and in the style. Hauptsächlich konzentriert natürlich auf das, was im Bauhaus und in the style passiert ist in der Kunst. Because that was very close to the theosophical teachings and they tried to express das ist, that. Das ist sehr nah an den theosophischen Prinzipien, wie ich schon versucht habe zu erklären. Ja. Yeah. So, if you have questions, feel free. Gibt es dann Ähnlichkeiten oder große Unterschiede zum Feng Shui? Das war das Wort. Ja. Oder bei den alten Griechen, dieser Kanon des acht Köpfe pro Körpers, zum Beispiel als Harmoniebegriff. Ja. Okay. If you go back to my part, where I try to explain that space is not empty. Wenn du zurückgehst zu dem Teil, wo ich versucht habe zu erklären, dass der Raum nicht leer ist, then you can easily understand that like a liquid, dann kann man sehr leicht verstehen, dass wie eine Flüssigkeit, that type of, let's say, magnetic energy is floating through your house. Diese elektromagnetische Energie durch dein Haus oder deine Wohnung fließt. Yeah. Like a liquid really will be affected by things what is sticking out and narrow things and so on. Wird, die herausgenommen wurden oder den Weg sozusagen eingrenzen. And then you should try to avoid
what we called vertex, draaikolken. What is that? Draaikolken, vertex. Ach, ja. Een vortex, genau, yeah? Sollte man vermijden. Ne? Yeah? Also zo'n strudel. Yeah? Mm-hmm. Because your house should be designed in such a way that that energy can float easily through it. Uh-huh. Yeah? Das Haus sollte also so gestaltet sein, dass die Energie leicht hindurch fließen kann. Yeah? Yeah? Und keine Strudel. Yeah, yeah. So. Yeah. If you go in the very modern technique, like satellite communication. Ja, wenn man also moderne Technologie wie Satellitenkommunikation betrachtet. Yeah? They use wave pipes. Die benutzen Wellen. Pipes, yeah. Rohre. So that is really physical pipes. Das sind also wirklich, yeah? Physische Rohre. With a certain height and width ratio to put that energy through it. Die, yeah? Wo die Energie durchgeht. Yeah? Mm-hmm. And if you look in the mathematical equations you have to use for this type of design. Wenn man sich die mathematischen Gleichungen anschaut, die man für diese Art von Design braucht. Yeah? They come very close to all the ideas you find in, what was it called, the Chinese Feng Shui. Yeah? Ja, dann findet, yeah? Man das also... Not expressed in mathematical equations, but the ideas that you should not have a beam, ja, in the middle of your room, also is very much understandable, ja, if you think about a flow, what has to go through it. Ja. You can immediately understand that that flow by that beam starts to make all different type of, yeah, vertexes. Yeah. Sorry. Yeah. Yeah. Okay. I have to finish off my idea. Yeah. Ja. Ja. Nicht, also da, an dem Beispiel, was er dargestellt hat, konnte man also sehen, dass es eben nicht egal ist, in wie welcher Art und in welchem Verhältnis diese Wellen durch den Raum gehen, ja, fließen, ja, kann man sagen. Ich habe es jetzt, ja, zusammen komprimiert. Ja. Also, wir als Menschen und auch geistige Wesen sind ja auch ein Kunstwerk. Ja. Und wie ist die Perspektive von der Theosophie? Man könnte ja auch sagen, mein Leben im Meisterwerk oder unsere Kommunikation als Meisterwerk, wie würde die Theosophie das gestalten? Also, ja. Welche Perspektive hat man da? Ja, ja. We have a very special course to teach you the art of designing your own life. Wir haben einen ganz besonderen Kurs, der lehrt, wie man die Kunst, sein eigenes Leben zu gestalten. Yeah. We called it course Think Differently. Also das ist der But Kurs. In principle, you learn the principles how to control your life. Uh-huh. And how to design your life. Der Kurs heißt Anders Denken, aber im Prinzip lernt man dabei, wie man sein Leben kontrolliert und wie man es gestaltet. Yeah. So there are 7 basic principles. Also, yeah. Different characteristics. Charakteristika. And that you have to use on the right moment in the right relation with each other. Und die muss man benutzen im richtigen Moment und im richtigen Verhältnis. Yeah. But what I say in the beginning, thinking is receiving and transmitting. Aber was ich am Anfang schon gesagt habe, dass Denken eben aussenden und empfangen ist, das ist eins davon. Ja. Ja. So. Okay. Gut. Kriyati, for you? Yeah. Oh, now for you? No. Ja, wir enden dann, wenn keine weiteren Fragen sind. Ja, Klaus. Der Bauhausstil, inwieweit hatten wir noch Elemente, so wie der goldene Schnitt von Fado? Ja. Also, wo finde ich denn diese, wo wir angefangen haben mit dem Vortrag? Wo finde ich die Elemente dort wieder? Also ich habe jetzt nur also alles quadratisch, rechteckig, orthogonal und so gesehen, aber das war dann, ja, ja. Also da waren viele Elemente einfach nicht mehr da und ich habe den Bezug verloren zum Anfang. Uh-huh. Let's say that the most modern expression of it die is... Die modernste Ausdrucksform davon ist... Die Diterams. Dieter Rams. It's very well known in the design world. Der in der Designerwelt sehr, yeah, bekannt ist. Yeah.
And you see that modern designs take quite a certain amount of these rules in account, for man sure. Man kann dabei sehen, dass das moderne Design ziemlich viele von diesen Elementen aufnimmt. Yeah? Ja, das ist nachvollziehbar. Yeah. So, but to say that they really take all the principles from Bauhaus and bring it in practice. Aber um zu sagen, dass sie all die Prinzipien vom Bauhaus übernehmen und in die Praxis setzen. That is not the situation, because kann man nicht machen. Yeah, because nowadays the spiritual background is not, let's say, too popular. Uh-huh. Yeah? Weil heutzutage dieser spirituelle Hintergrund nicht zu bekannt ist. Ja. Zum Beispiel die Idee der Nachhaltigkeit. Ja. Ja, ja. But if you take the Steve Jobs, the boss of Apple, he was really quite fanatic in applying that principles. Also der Steve Jobs war ziemlich fanatisch sogar, diese Prinzipien anzuwenden. Yeah. Mm-hmm. But he had an other, little bit of an other approach. He said, in nature you never see straight angles. Er hatte aber ein bisschen andere Herangehensweise, weil er sagte, dass in der Natur findet man nie rechte Winkel. Ja, there's always round corners all that. Look to his designs, they all have round corners. Abgerundete Ecken. Yeah. 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 That is one of the things. And he was really, his stepfather is that? Yeah. His stepfather was a very well-known craftsman. He was very good in his work. Sein Stiefvater war also ein sehr bekannter Handwerker. Yeah. And he say, if you make something, it should be perfect. Und der sagte, wenn du etwas tust, dann sollte es perfekt sein. Yeah. And if it is not perfect, you should not make it and you should not start to sell it. Und wenn es nicht perfekt ist, dann solltest du es nicht machen und es auch nicht verkaufen. Okay, then I would never do something. Well, to give you a little bit of a hint, his parents were living in a house designed by Frank Lloyd Wright. Ja, seine Eltern lebten in einem Haus, das von dem Frank Lloyd Wright designed war. Yeah. Ja, also Frank Lloyd Wright was making a basic design, and a colleague of him was using that for, let's say, not rich people, but people were just able to buy a house. Yeah. Also der Frank Lloyd Wright hat also das Design gemacht und ein Freund von ihm dann hat es so gestaltet, dass es also Leute, die, naja, that it cheap was, payable. Ja, bezahlbar wurde. And that was the atmosphere he was growing up and he was taking over that idea. In dieser Atmosphäre wuchs also der Steve Jobs auf. Und and he was very much in Buddhistic and Chinese designs and art as well. Ja, hat sich auch viel um buddhistische und chinesische Kunst gekümmert. Ne? Okay. But we hope that it is coming back. Yeah, sorry. Mir ist nicht ganz klar, was Sie jetzt, auf welche Ebene Sie jetzt meinen, die spirituelle Bedeutung von Kunst und Design. Mir ist nicht der rote Faden genau geworden. Also, ich habe ein bisschen Anregungen darauf geschaut, ist ja verstehe schon, was Sie meinen. Ist ja ein paar Mal aber ziemlich deutlich gesagt worden, dass Kunst und Design als Mittel dienen sollten, um den Menschen zu erheben. Ja? Also praktisch sein höheres Denken anzusprechen, ja? Als Funktion. Und dass er auch von dort seine Inspiration bekommt. Ja? Dass das so ein wechselseitiges Verhältnis ist. And then you should understand that Piet Mondrian, he say you should use the fundamental things to activate it. Und in dem Bezug sagte dann Piet Mondrian, dass man eben die grundlegenden Dinge benutzen soll, um das zu aktivieren. Yeah. Ja? Also and die höheren Teile des Menschen. Lao Tse
is saying that the five colors make you blind. Und Lao Tse hat gesagt, dass die fünf Farben uns blind machen. Yeah. Yeah. So the interpretation of this is, yeah, die Interpretation davon ist, that if you are focused on the color, wenn man sich auf, yeah, die Farbe konzentriert, yeah, then you are missing the idea behind it. Dann verfehlt man, yeah, die Idee dahinter. Yeah. So it is just to activate something, not to focus on the also colors and the ratio of the colors. Nur, yeah? Um etwas zu, yeah, aktivieren. Yeah. Yeah? This is like classic music and jazz music. Yeah. Yeah. Yeah? Wie classic und, yeah, jazz. Yeah. If you play music really very precise to every tone and there is no freedom in it, yeah, you don't stimulate freedom in people. Yeah. Wenn man also Musik beispielsweise Ton für Ton ganz genau versucht zu spielen, dann erweckt man damit nichts in anderen Menschen, ja? Auch nicht in sich selbst. And of course, a lot of Technik, die, yeah, dann, yeah, benutzt wird. Yeah. No? Of course, a lot of people liked it very much. Natürlich mögen, yeah, das viele Menschen. Yeah. But to activate freedom and higher thinking. Aber um Freiheit, yeah, und höheres Denken zu aktivieren. Needs maybe something else. Dann, yeah, braucht man vielleicht ein, yeah, bisschen mehr. Yeah. Ja? Ja? Was ist eigentlich? Ja, ja. Was, ja, ist, ja, Denken, ja, Freiheit, ja, 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 genau, richtig. And please realize that yourself are a piece of art and design. Ja, und das ist praktisch, ja, nochmal das wiederholt, ja? Ja. Man soll daran denken, dass man selbst auch ein Stück, ein Kunstwerk ist, ja, ja? Von. Ich hatte es auch immer, oh, auf die Verantwortung. Ja, ja, ja. Das, ja, ist denn wirklich die Aufgabe der Kunst? Ja, 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 genau. Ja. Richtig. Ja, 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 das, ja, war aber, das war aber der Hauptpunkt, ja? Eben das, den Menschen wirklich anzuheben, ja? Ihn auf diesen höheren Ebenen anzusprechen, ja? Und nicht nur auf der materiellen Ebene. If you take these ideas in mind, then art for art is not art. Ja. Wenn man das also berücksichtigt, dann ist eben Kunst um der Kunst willen eigentlich keine Kunst. Ja. Ja. Ja, genau. Ich wollte eigentlich auf eine andere Weise anknüpfen. Eigentlich war meine Frage, so Kunst, die wir gesehen kennen, ist ja nicht unbedingt immer so mit einem spirituellen Hintergrund, oder Background. Wie sehen Sie das? Also wer verurteilt Kunst, was Kunst dann ist, und gibt es in Anbetracht dessen, was Sie vorhin ansprachen, die ganze Umweltschädigung, wieder eine Tendenz, dass sich Künstler mehr dem zuwenden, also sprich auch wieder auf die ganzen alten Traditionen zurückgucken oder gucken einfach, wo werden sie genährt wieder. Das ist ja auch also verlorenes Wissen zum Teil, das muss man sich ja wieder schwer machen. Ja. Yeah, yeah. Well, to give you an example, but it is the interpretation and the experience with art is always your own personal experience. Yeah. Yeah? Die Interpretation und die Erfahrung mit Kunst ist immer die eigene persönliche Erfahrung. Yeah? Yeah? So if I listen to something like Strauss, the old, let's say, music from Wayne and so, yeah, on, also I don't like it. Von aus der Wien höre von Franz Josef Strauss, dann ist das was, was ich nicht besonders mag. No, ja? Why? Warum? Because I always have to think in exactly the same moment about the rich people, what was having the nice situations, and the poor people, ja, outside. Weil, ja, ich im selben Moment, wenn ich das höre, immer an die reichen Leute denke, die die Möglichkeit hatten, da Feste zu feiern und diese Musik zu genießen und die armen Leute, die draußen vor waren. Yeah. Yeah. But of course, many people are not in line with me. Aber they like it very much. Yeah. Viele Menschen da nicht derselben Meinung und mögen, yeah, das besonders. And maybe in them, that type of music bring them up to, yeah, a higher level. Vielleicht, yeah, ist für sie diese Art von Musik auch etwas, was sie sogar etwas anhebt. Ja. Yeah. Yeah. Das ist auch etwas, was if I can step in also. Das ist auch etwas, was mir dabei jetzt so in den Blick kam.
wir sind ja auch alle unterschiedliche Menschen. Ja? Man kann also nicht sagen, das, was mich anhebt, hebt sie auch an oder jemand anderen an. Das ist an diesem Beispiel ja jetzt schön deutlich geworden auch. Ja? Also Kunst zu beurteilen ist wirklich eine sehr persönliche Sache, ja? Wie sie einzuschätzen ist. Ne? Und das fängt einfach schon in der Betrachtung an. Und ich hoffe, man muss nicht einen Künstler verurteilen für irgendwas. Ich glaube, dazu hat man auch nicht das Recht. Ja. Ja? Jeder bringt auf bestimmte Art und Weise seine Kreativität zum Ausdruck. Auf welcher Ebene dies geschieht, ja? Inwiefern es ihm gelingt, sich selbst und andere damit anzuheben, das ist ja sein Thema eigentlich. For ja. me, a very important idea is less is more. Für mich ist ein sehr wichtiger Gedanke, weniger ist mehr. Yeah? Mm-hmm. Why? Because all the small details and in the, how do you call that, all yeah. the baroque style of yeah. things take your attention away from the real fundamental principles. Weil all die vielen Details, die Kleinigkeiten, diese schönen Ornamente des Barock beispielsweise, uns ablenken von dem wahren Kern der Dinge. Yeah. Mm-hmm. So that is the reason that, for instance, that Chinese horse, I like that very much. Aus diesem yeah. Grund mag er dieses chinesische Pferd so besonders. Yeah. Or Lao Tse with yeah. his paradoxes, I like very much. Lao Tse mit yeah. seinen Paradoxen, ne? Yeah. Es bleibt in gewisser Weise subjektiv, ja sure. natürlich. Man kann nur die Prinzipien dahinter, die kann man feststellen. Ja? Man kann sagen, es ist also etwas, was uns ja höher führen soll. Ja. Ja? Und nicht noch wieder weiter runter in die Materie. Wir sind ja, ja schon noch dabei, sagen wir mal, in diesem materiellen Leben. Und wir wollen ein bisschen höher gehen. Und das ist die Aufgabe der Kunst, uns dabei zu helfen. Einen Schritt vorwärts zu tun, ja. Aber welche, wie große Stufen sozusagen im Treppenhaus jeder Einzelne nehmen kann. Mancher schafft zwei Stufen auf einmal, ja. Und für einen sind die Stufen, müssen die ein bisschen niedriger sein. Ja, das liegt an jedem Einzelnen, ja. Wie er die nimmt, ne? Ja. Ja? Okay. Ja. Alle zufrieden? Ja, keine Fragen mehr? Dann machen wir jetzt auch einen kleinen Schritt. Den kleinen Schritt, der uns mit Hilfe dieser Jahrtausende alten Worte der Gayatri, die wir ins Deutsche natürlich übersetzt haben, weil Sanskrit kann ich nicht so gut aussprechen, ja? Mit denen wollen wir unseren heutigen Abend dann beenden. Dann folgen noch 7 Gongschläge, wo Sie den Ton auch noch persönlich wahrnehmen können. Ja? Und dieser Vers richtet sich an das Höchste in uns. Im Grunde diese Verbindung, die wir durch Kunst eigentlich hervorgerufen haben möchten. Ja? Mit der Einheit, der Quelle allen Seins, mit der wir jedes einzelne Wesen auf dieser Welt verbunden sind. O du goldene Sonne von herrlichstem Glanze, erfülle unser Herz und erleuchte unseren Sinn, auf dass wir unser Einssein mit der Göttlichkeit erkennen mögen, dem pochenden Herzen des Universums und dem Pfad zu unseren Füßen sehen und ihn beschreiten, hin zu jenen fernen Zielen der Vollkommenheit, angelockt durch dein strahlendes Licht.